Mr. Fogg, da sind wir richtig. Nein! Mr. Fogg, na da. Mr. Fogg, schau uns einmal da. Passepartout! Was ist? Wo hast du mich denn jetzt wieder hingebracht? Mann, Mr. Fogg, das ist die Wiener Steiermark. Schau uns einmal. Die was? Die Wiener Steiermark. Die gibt's nur einmal im Jahr. Das ist ja ein paar Tage zu besuchen. Ja, das ist so quasi eine seltene, atemberaubende Ausflugsrarität. Und in diese seltsame Hose hast du mich auch noch reingesteckt. Na bitte, das ist eine steirische Lederhose. Traditioneller geht's echt nicht mehr. Also, ja. Schau's mal hinter uns. Da ist der Naturpark Zirbitzkugelkrebenzen. Können Sie sich noch an die schöne Zeit erinnern, die wir dort gehabt haben? Ja, als ob ich das vergessen könnte. Ja. Also, meine Damen und Herren, stellen Sie sich vor, ich habe mit meinen Freunden vom Gentleman's Club in London eine Wette abgeschlossen, dass es mir gelingen würde, in 80 Tagen die Welt zu reisen. Also eine Wette, die sich gewaschen hat, bist du deppert. Und als Begleiter für die Reise habe ich meinen treuen Passepartout gewählt. Ja, der beste Reisebegleiter von dort bis nach St. Veit-en-Aglan. Allerdings stießen wir auf unserer abenteuerlichen Expedition um den Globus auf einige Hindernisse. Ja, also nicht auszudenken, was da alles passiert ist. Ja, auf der Überquerung des Suezkanals beispielsweise war unser Boot mit Menschen mehr als überfüllt. Ja. Und plötzlich tauchte auch noch ein Eisberg vor uns im Wasser auf. Und unser Schiff, blub, 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 blub. Ja, wir kenterten, wir wurden mit dem Boot in die Tiefe gerissen. 20.000 Meilen unter das Meer, um genau zu sein. Ja, und wie schwer das ist, dort unten jemanden zu finden, der einen wieder aufhüpft an die Oberfläche, können Sie sich gar nicht vorstellen. Schließlich jedoch trafen wir auf ein Rudel Meerjungmänner. Ja. Durchtrainierte, fesche Burschen. Und sie halfen uns wieder, an Land zu gelangen. Ja. Kurz darauf sollten wir die nächste Etappe unserer Reise im Heißluftballon fortsetzen. Ja, und ich als Oberheißluftballonbeauftragter war damit beauftragt, beauftragterweise den Ballon wie beauftragt mit Luft zu befüllen. Beauftragterweise natürlich. Jedoch hat mein geschätzter Passepartout beauftragterweise den Heißluftballon mit der doppelten Menge an Gas befüllt, sodass wir immer weiter, immer schneller aufstiegen und kurz darauf am Mond gelandet sind. Ja, genau. Und dort jemanden zu finden, der wieder Zug auf die Erde hilft, ist noch schwieriger als unter Wasser. Die Hunde sprechen alle so einen komischen Dialekt. Steppert, du verstehst gar nicht. Aber nach einer kurzen und leichtfüßigen Wanderung durch einige Mondkrater fanden wir einen hilfreichen Gentleman namens Armstrong. Ja, und wir setzten uns in sein UFO. Ja, oder wie wir in London sagen, Raumschiff. Nachdem das Vehikel schon etwas veraltet war, gestaltete sich die Eingabe der Zielkoordinaten etwas schwierig. Ja, schwierig. Und so, anstatt wieder in unsere Heimat nach London zurückzukehren, landeten wir kurz darauf mitten im Naturpark Zirbitzkugelkrebenzen. Ja. Und zwar direkt vom riesigen Benediktinerstift in St. Lamprecht. Das ist flächendeckend. Also flächenmäßig sicherlich größer als der Wörthersee. Na, nicht ganz, aber gut. Naja, schon. Ah ja. Aber nachdem Mr. Armstrong etwas Zeit benötigte, um unser Raumschiff wieder zu reparieren, nutzten wir die Zeit, um uns in der Umgebung etwas umzusehen. Ja. Zuerst das Benediktinerstift St. Lambrecht, das seit über 900 Jahren, 900 Jahre 900 Jahren nicht nur das Ortsbild der schönen Naturparkgemeinde, sondern auch die Menschen in diesem schönen Ort prägt. Ja, und bitte, das merkt man überall. Egal ob im Wirtshaus oder auf der Straße oder im schönen Stiftsgarten in St. Lambrecht. Wahnsinn. Im 17. Jahrhundert vom Admont der Hofgärtner Hans Strudel. Strudel? Ja, Strudel. Ja, ja, wie Apfelstrudel ohne Apfel. Ja, schön. Ja. Und zwar und vom Stiftsbaumeister Domenico Sciassa. Umgelegt wurde und in dem im Jahr 2004 die vierteilige barocke Struktur wiederhergestellt worden ist. Ah, ja, das muss man sich, also für mich der schönste Garten auf der ganzen weiten Welt. Gleich nach dem von meiner Oma aus Keitschach. Ja. Und nachdem mich die bisherige Reise mehr Kraft kostete als angenommen, besuchte ich die Naturpark-Auszeit. Ja. Ja, dort wurde mir geholfen mit Stille und Natur, Kloster, Meditation, einer bewussten Ernährung. Hallo! Und dem Schreiben eines Tagebuchs wieder meine Balance im Leben zu finden. Die brauchen Sie auch, guter Herr, Balance. Ja, ja, ja. Und weil mir das Ganze heute ein bisschen zu langweilig war, habe ich mir den Naturpark Auszeit jetzt nicht als Auszeit, also Naturpark Zirbitzkugelkrebenzen nicht als Auszeit, sondern als Vollzeit geben. Als erstes ging es für mich zum Furtner Teich. Furtner Teich kennen sicherlich alle noch wahrscheinlich. Der Furtner Teich, also Wahnsinn. Aus einer eiszeitlichen Gletscherwanne entstanden und im 16. Jahrhundert von Benediktinermönchen zum Fischteich aufgestaut. Ui. Ja,
Unter anderem muss man sich vorstellen, was ich noch tue, die steirische Landesvogelschutzwarte. Schwieriges Wort. Landesvogelschutzwarte. Ja. Ja, kennt für gut für Activity. Ja. Landesvogelschutzwarte, was passiert da? Seit über 150 Jahren werden da ununterbrochen der Vogelflug über die Alpen aufgezeichnet. Nein. Ja. Und bis heute sind über 200 verschiedene Vogelarten dort registriert. Nein. Na doch, ja. Ich bin sicherlich dort ich bin halt dort geblieben, um alle einmal zu sehen. Ja. Habe ich geschafft. Natürlich. Und vom Furtner Teich aus sieht man die wunderbare Burgruine Steinschloss. Ah, so schön. Ja, die auf 1209 Meter gelegen ist und damit als die höchstgelegenste Burgruine der Steiermark zählt. Ja. Höchstgelegen, 1209 Meter. 1209 Meter. Hatte einst fünf mächtige Rundtürme mit Zinnen und das einstige Hochhaus war fünf Stockwerke hoch, ja, die Frau. Aber heute sieht man von da leider nichts mehr. Also es ist eigentlich... Ja, woanders hat es mir noch besser gefallen, nämlich in einem wunderschönen Waldstückli in Zeutschach. Zeutschach. Ja, Märchenstationen, ein Waldwanderpfad, was gibt's noch? Streichelzoo! Ja. Ein wunderschöner Streichelzoo gibt's. Und ja, ein Wasserspielplatz gleich nebenan. Das ist jedes Mal jetzt. Ja, und Wasserspielplatz. Gleich in der Nähe findet man die Ursprungsquelle. Dort sprudelt bestes Trinkwasser aus einem mächtigen Quelltopf. Bis zu 120 Litern in der Sekunde. 120 Litern. Und dieses Wasser in der Sekunde. Und dieses Wasser ist so sauerstoffreich. Die ganze Zeit? Die ganze Zeit, dass man dort einen interessanten Pflanzenwuchs beobachten kann. Ah, Pflanzenwuchs. Ja, Pflanzenwuchs, das bringt mich wieder auf ein Thema, nämlich das Lesen. Lesen habe ich nämlich im Naturpark Zirbitzkugelprävenzen auch gelernt. Nämlich was? Naturlesen. Also mein Fockerle und mein Mr. Fock und ich, also wir sind ja zwei moderne Stadtmenschen, die ja das Lesen der Natur ja nicht mehr so nötig haben, wie unsere Neandertaler noch vor ein paar Jahren. Die aus dem Lesertal? Nein, aus dem Laufental. Ah. Ja, genau die. Auf alle Fälle kann ich jetzt Natur lesen. Was heißt das? Ich kann Naturobjekte benennen und ihre Wirkung deuten. Also ich kann nicht sagen, von was für einer Pflanze man Dümpfiff kriegt und von was für einer nicht. Was, Patou, ist so schön, na, drückst du dich wieder aus. Ist schon praktisch, wenn man irgendwo mal verloren ist, irgendwo am Tiritzkogel. Ja. Gut, du wissen, ja? Wir machten nämlich eine Wanderung durch die Grager Schlucht. Dort gibt es einen mächtigen Kaskadenwasserfall zu sehen. Schon ein schöner Wasserfall. Und dann gelangten wir zum Zirbitzkogel. Na, und was man dort machen kann, das kann man sich gar nicht vorstellen. Nämlich, da kann man rodeln. Und zwar bergauf. Nein! Ja, so geklappt wird gut, liebe Oim. Aber unsere Zeit wurde knapp, das Raumschiff war beinahe repariert. Ja. Dabei gäbe es noch so viel mehr zu sehen im Naturpark Zirbitzkogelprävenzen. Unzählige Badeseen und Teiche. Guck mal, schwimmen. Ja, schwimmen. Kristallklares Wasser, eine 18-Loch-Golfanlage in Mariahof. Es gibt die Gelegenheit zu angeln und zu reiten. Im Winter bietet das Skigebiet Krebenzen auf knapp 30 Pistenkilometern ein schwunghaftes Vergnügen für die gesamte Familie. Ole. Auch eine Langlaufloipe lädt zur aktiven Betätigung ein. Ja? Ja. Was man alle vergessen darf, sind natürlich die regionalen Produkte. Zum Beispiel. Klosterladen in St. Lambrecht. So viele schöne Mitbringsel, bitte. Ein wunderbarer Zirbenschnaps. Ja, Zirbenschnaps. Selbst angesetzt. Ja, angesetzt, wirklich. Nicht gebrannt. Nein, angesetzt, also ein Traum. Ja. Ich muss sagen, mein lieber Passepartout, auch wenn unsere Reise turbulent war, hatten wir doch eine wunderschöne Zeit im Naturpark Zirbitzkogelgräbenzen. Ja, finde ich auch. Und ich glaube, die Leute dort haben uns echt mögen. Nämlich im Sommer spielt die Wandelbühne im Zuge ihrer jährlichen Theatercamps unsere Geschichte. Nein! Ja, in 80 Tagen um die Welt. Ja! Das war's gar nicht? Nein! Ja, da vielbewusst Kinder und Jugendliche und 20 Erwachsene stehen da auf der Bühne. Ja, also ich meine, ich glaube, das wird ein Riesenspektakel. Du, das schauen wir uns an. Das dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Jetzt vorbei. Aber lass uns aufbrechen. Ah ja. Meine Freunde erwarten mich im Gentleman's Club in London. Bald ist die Zeit. Ja, ich meine, ich glaube, der nächste Zug in Meidling, der geht in einer halben Stunde. Sehr gut. Da wird sich ein Besuch bei der Kaiserin im Schloss nicht mehr ausgehen, oder? Nein. Okay, na ja, dann. Auf Wiedersehen. Bon voyage, wie der Karinther Franzos sagt, ja? Grüß euch.